Hallöchen und willkommen zurück, ihr Lieben, bei einer neuen Runde der Universum. Wir spielen weiter in unserer kleinen, feinen, steinzeitlichen, naja, Stadt ist noch nicht, kleines Dörfchen mit zwei Hütten, oder hatten wir schon, da werden schon drei Hütten. So, hier war doch immer noch eine dritte Hütte. Ach, hier im Wald, genau, da haben sie noch eine dritte Hütte gebaut. Ein Nugget ist verstorben, ach du meine Güte, jetzt schon. Das ging aber schnell. Ist von uns wilde Tiere, wo sind hier wilde Tiere? Wir haben eine Leiche. Das ist nicht gut, weil wir können noch keinen Friedhof bauen. Den müssen wir erst erforschen. Haben wir wohl noch nicht. Was haben wir hier jetzt Schönes? Das Wirtshaus. Das hatte ich jetzt nicht schon gebaut irgendwo. Da hatte ich doch eigentlich einen Auftrag gegeben, oder? Steinhütte, Steinhütte. Hauptgebäude. Tempel. Hauptgebäude, okay. Der Anführer. Vom Mother Planet. Okay. Eine Wassergrube hat man hier. Dann bauen wir erstmal jetzt ein Wirtshaus. Machen wir es am besten hin. Ja. Hallo, das ist der Brunnenweg. Bauen wir hier das Wirtshaus hin. Dahin. Holz müsste eigentlich schon da sein. Da können wir eigentlich gleich mal mit Telekinese ein bisschen nachhelfen. Zack, und da ist es dort. Zack, und da ist es dort. Die Steine kriege ich nicht. Ne, die kriege ich anscheinend nicht. Den Stein kriege ich. So, hier kommt dann auch noch eine Steinhütte hin. Okay. Na, das ist ziemlich eng gebaut, aber das ist ja nicht so schlimm. Machen wir ein kleines bisschen schneller. So, wo ist denn dann der Friedhof? Altertümliche Bestattung, also muss ich dann das als viertes erforschen, dass die Leute begraben können, ne? Sonst haben wir hier überall dann vielleicht nachher noch Krankheiten dadurch. So. Nahrungstechnisch, ja, das sieht okay aus. Der Brunnen hat 1 von 20. Wir werden dann nochmal einen Brunnen bauen. Tempel ist okay, 9 Nuggets sind für mich, einer nicht. Das passt schon. So, und dann haben wir die neue Forschung abgeschlossen. Hier haben wir jetzt einen Park. Puh, der ist ja riesig. Irgendwie passt er noch nicht so richtig rein, oder? Steinzeitmäßig sieht er aus. Der passt noch nicht in die Steinzeit, meiner Meinung nach. Hier haben wir noch einen Brunnen. Machen wir mal alles neben das Wirtshaus. Wasserversorgung. Noch eine Steinhütte. Boah, die bauen aber eng heute. Ja, Platz sparen, ne? Das ist immer gut. So. Hier haben wir noch genug Nahrung. Da ist noch ein bisschen was. Engineers not only construct buildings, they also repair them. If you have a look around, there are a few structures in dire need of their services. Hint, hint. Ja, Hinweis, Hinweis, Hinweis. Ja, ich brauche. Ich erforsche doch schon, ich bin noch schon dabei, ne? Da kriegt dann die Ingenieurshütte, ja? Das dauert noch ein bisschen. Do you know how holy water is made, Creator? You boil the hell out of it. Unfortunately, it's so cold out here, even the pumps are frozen. Was ist alles eingefroren? Okay. Das ist schlecht. Dass es eingefroren ist, also brauchen wir doch ein Reservoir. Das war noch in der anderen Version, ich hatte noch nicht so. Was ist mit dir? Tut nichts. Okay. Ja, dann tut halt nichts. Ist doch nicht so dramatisch. Aber ihr habt noch Wasser. Mehr oder weniger. Zum Aufwerten Ressourcen benötigt. Ah, das ist auch neu. Okay. Wir verbessern mal. Did you know that snow isn't white? It's an illusion. A simple trick. Go ahead, take a closer look. Hätte ich doch ein Wasserreservoir gebraucht. Das brauchte ich halt in der anderen Version alles noch gar nicht. So, Wasserressort. Wasserpumpe. Ein Wasserressort. Jetzt bauen wir hier oben mit hin. Ja, er kann halt jetzt nicht arbeiten, weil er kein Wasser hat. Das wird ja sein, ne? Der Lucky Stick. Bist du Lucky Stick? Du bist Lucky Stick. Lucky Stick kann nicht arbeiten, denn es schneit. Das heißt, alles, was der Wasser braucht,
geht gleich nicht mehr. So, hier wird dann abgegradet. Okay, das ist gut gemacht. Das kannte ich wie gesagt vorher noch nicht. Hier kann ich nichts machen, da kann ich nichts machen. Aha. I can't say I'm a fan of nugget delicacy, but it should keep everyone relatively alive and happy. They do seem to brew some interesting beverages, though. So. Spritzsicher. Gourmet. Eigentlich kann ein Gourmet arbeiten. Ich dachte, wir haben kein Wasser. Und keine Nahrung. Und es ist Weihnachten. Na gut, mit den Geschenken. Naja, okay. So, zwei können nicht arbeiten. Ein paar haben Hunger. Das können wir dann später auch verbessern. Jo. So, das haben wir. Was kommt denn als nächstes? Ein Holzofen. Was kann ich denn damit machen? Primitives Kochen. Effekte. Wirtshaus-Upgrade. Zusätzlicher Arbeiterplatz. Okay. Ja, das brauche ich eigentlich noch nicht. Lebensmittel. Konservierung. Konservierung ist immer gut. Er hält länger. So, oh, Bestattung, das brauchen wir erstmal. Und dann vielleicht noch Kalender, 5 Minuten. Oder erstmal hier unten. Da brauche ich Materialveredelung, das dauert noch. Materialveredelung. Welche überall brauchen, ja. Speiseöl kann ich noch erforschen, 5 Minuten 30. Ne, dann gehe ich erstmal hier weiter. Ein Flaschenzug. Den nehmen wir als nächstes. Den nehmen wir später, wir machen dann erstmal Landwirtschaft. Wir brauchen mehr Nahrung. Und es schneit. Hier ist dann die Grenze. Hier ist dann warm bestimmt. Ja, 5 Grad. Aber hier ist auch gefroren, ja. Na gut. Da könnt ihr das mal so lange, wie es Winter ist, hier weiter bauen. Und was bauen wir dann als nächstes? Haben wir jetzt schon noch was freigeschalten? Nee, hier nichts. Fischerhütte haben wir ja schon. Das Reservoir haben wir jetzt gebaut. Pumpe brauchen wir erstmal nur eine. Vielleicht mache ich dann noch eine. Den Ingenieur brauche ich auf jeden Fall. Denn der muss ja die Sachen reparieren. Oder der ist ein Einzugsbereich. Hat er vorher auch nicht. Alles neu. Den setzen wir mal hier so hin. So schön in die Ecke. Kann ich noch ein Stück? Zack, da setzt man hin. Oh, hat jemand aus dem See getrunken? Jetzt geht's ja nicht mehr so gut. Wer ist das? Wer? Ah, da ist sie krank. Das heißt, wir müssen heilen. Ein Schnellstart verjüngen. I bet they've never felt so good. Nor ever will they again. So, wieder gesund. Nein, ich wollte nicht immer das Escape drücken. Ach. Der Brunnen ist fertig. Diese wurde jetzt abgegradet. Okay. Sieht man einen Unterschied? 20, 20. So einen richtigen Unterschied sehe ich da jetzt gar nicht. Oh, hier geht's ab. Hier wird Liebe gemacht, ne, wenn man nicht arbeiten kann, ne? Macht mal Liebe. So, wir haben jetzt schon 12 Einwohner und 3 Kinder. Die Kriminalitätsrate ist sehr niedrig, das ist okay. Haben wir alle was zu tun. Ihr sammelt hier schön Holz ein, aber Bäume, wir bräuchten einen, jemanden, der aufforstet. Weil Bäume sind ja bald Mangelware. Also ich kann den theoretisch hier Bäume holen. Mit Telekinese. So, haben wir Telekinese dort. Ach, da ist jetzt, nee, da will ich nicht. Komm her. So, du sollst. Dahin. Okay, das ist noch ein bisschen komisch. So 3 von 20, also Wasser hätten sie da. Aber es wird noch nicht wärmer. Licht des Gottes, okay. Ich bin der Gott. 12 und die mögen mich, es ist okay. Wachstum ist Medium, das passt aber soweit. Jo, Ressourcen sind noch gleich da, ne? Jo, das läuft. Jetzt wird es wieder warm, das ist ja gut, der Schnee geht weg. Ja, ich weiß kein Wasser. Tut mir leid. Nugget zuweisen. Mit Bildung wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich habe keine Bildung. Der ist faul. Wenn du faul bist, ist schlecht. Wenn du faul bist, dann bist du dafür der Falsche.
So, jetzt müsste es aber dann hier gleich wieder losgehen mit Wasser, ne? Schnee geht weg. Noch schneller kann ich nicht machen. Ist schon die schnellste Geschwindigkeit. So, wir haben den Schamanismus abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt Gesundheitsversorgung. Schamanismus, da das Krankenhaus. Braucht 6 Wasser. Boah, das ist aber riesig. Wo bauen wir das hin? Wo bauen wir das hin? Ist alles ein bisschen durcheinander. In die Wüste kann ich eh kein Getreide bauen, denke ich mal. Bauen wir hinten das Krankenhaus. Eine Steinhütte hält nur noch mit einer Schnur und einigen Kaugummis. Dass die schon Kaugummis haben, wundert mich. Juhu, das Wasser ist taut, oder? Ah, wir haben noch 1 Grad, das taut noch nicht. Oder Schnee ist weg, es müsste wärmer werden, es wird wärmer. 2 Grad. Ja, sorry, ey. Ich habe den Ingenieur zu spät erforscht. Ihr müsst euch wohl mal eine neue Hütte bauen. Hilft hier alles nichts. Ich habe halt kein Wasser. Wasserstatus 0, ja. Ich baue dann noch eine Pumpe jetzt gleich für den Sommer, wenn er kommt. Dass das Reservoir schön voll wird. Jetzt geht's wieder. Wir haben Wasser. Hier kommen auch Wasser rein. Sehr gut. 30.000 Speicher. Zum Glück geht das jetzt ähnlich, weil vorher ging das Gebäude nicht, also da brauchte man das gar nicht. Die Pumpen haben auch im Winter immer gefördert. Jetzt hat es endlich mal einen Sinn. Wasserstatus plus 9 ist gut. Dann kommen wir über den nächsten Winter. Und jetzt kann hier Things are beginning to look green and happy again. Let's take a moment to appreciate it, before you do something wrong. Ey, ich mach nichts falsch, ne? Der Frühling ist jetzt da und der Engineering Typi kann jetzt endlich hier alles reparieren. Denn die Gebäude sind ganz schön. Sehe ich das überhaupt irgendwo? Jo, ne? Die sind schon leicht kaputt. Also ja da, jetzt geht es hier voran. 23, 25 und mehr geht nicht. Mehr als 5. Müsste ich erst was erforschen? Hier brauche ich ja kein Personal. Ne. Hier habe ich schon einen. Wie sieht's aus nahrungstechnisch? Ja, er macht was. Das ist sehr gut. So. Krankenhaus. Das haben wir auch gleich fertig. So, schönes neues. Nö, Krankenhaus. Das hatten wir alles schon. Der Park passt halt irgendwie nicht. Passt irgendwie nicht in die Steinzeit. Den baue ich jetzt noch nicht. So, Hütte haben sie neu aufgebaut. Ja. Hier Wege sieht man jetzt auch, wo sie überall gehen. Das ist auch cool gemacht. Ihr wollt nach Hause. Ist jetzt fertig hier? Ja, wir können Nugget zuweisen. Ein Einsiedler. Und was macht das? Na ja, okay. Das passt zum Arzt, ein Einsiedler. Oder zum Schaman. Der lebt für sich. So, der Speicher wird langsam voll. Dann müssen wir mal gucken, wie lange das dann im Winter hält. Hier haben wir einen Bär. Okay. So, kann ich dann eigentlich meine Farm hinbauen? Hier ist grün. Ich bin halt ziemlich nah an der Wüste, aber das ist ja nicht so dramatisch, denke ich mal. Vielleicht kann man auch ein paar Kakteen anbauen in der Plantage. Ey. Maus verzieht. Und du reparierst weiter nach dem... Du weißt schon was, ne? Hier bauen sie noch Holz. Holz wird jetzt langsam... Da müssen sie schon ein Stück weiter hin. Okay, wir bauen sie eine Steinhütte. So, discovered Verwesung. While staring at clouds. Okay. Verwesung hat er entdeckt. Das Deutsch-Englisch, das ist schon komisch. Wasserpumpe ist fertig. Jetzt müsste sie richtig abgehen. Ja, plus 23. Ja, Durst, dann trinkt doch was. Wir haben doch genug Wasser. Hier 5, da 5. Und hier kannst du theoretisch auch trinken. So, der Ingenieur. Da ist das Gebäude noch mit drin. Das ist okay. Gleich hier mal im Friedhof, den baue ich ein bisschen weiter weg. Weil der ist bestimmt auch wieder riesig. Und was erforscht denn danach? Ja, die Kornspeicher. Okay, der Kalender, Kornspeicher. Bestattungstaktiken, da brauche ich Materialveredelung. Okay, materielle Bestattungspraktiken. Ja,
Also als nächstes brauche ich dann irgendwann hier die Materialveredelung. So. Tudum. Altertümliche Bestattungen. Sehr schön. Wo ist der Friedhof? Da ist der Friedhof. Ach du meine Güte, ist der riesig. Hat er auch ein Einzugsgebiet oder? Ja, der hat auch ein Einzugsgebiet. Da wäre es natürlich. Und da unten ist noch ein Haus. Ich weiß ja nicht, wo sie weiterbauen. Wir bauen ihn einfach mal dahin. Ist ein recht großes Einzugsgebiet. Ingenieur ist auch noch mit drin. Der Ingenieur, der hat Schwör. Wie sieht's aus mit dem Wasser? Verbleibend, ja, das ist noch genug Wasser. Fischbestand ist auch noch sehr gut. Aufwerten, hier können wir noch nicht aufwerten. Die Hütten? Nee, auch noch nicht. Ah, ja, das konnten wir halt aufwerten. Das ist cool gemacht jetzt. Oh, jetzt hier, Wasserstatus. Verdampft, das ist zu warm. Man muss also auch noch gucken, wo man es hinstellt. Na sowas, wo ist ein Kälter? Hier ist aber auch nicht viel kälter. Hier ist ein bisschen. Naja, da verdampft es halt ein bisschen. Es kommt noch mehr rein, oder? Es kommt mehr rein. Dann stehen halt hier oben irgendwann Regenwolken. Dann regnet es wieder und dann wird alles voll. Und zur Not kann ich auch Regen erschaffen. Die Glücklichkeits-SLE. Bestimmt Leiste. Twin Possibility, Zwillingswahrscheinlichkeit 10%. Ne, das ist natürlich, da geht's ab. Hier, die vermehren sich hier wie die Karnickel. Hier unten kommt schon wieder eine Hütte hin. Das soll eigentlich, ich wollte hier so mehr Stadtzentrum. Aber ist okay, ihr macht das schon. Ich bin ein lieb, friedvoller Gott. So, dann noch einen Brunnen. Ne, kein Reservoir, ein Brunnen. Da hier unten, dann für euch noch einen Brunnen mit hin. Dann müsst ihr nicht so weit zum Wasser laufen, wenn ihr Durst habt. So, ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal eine Runde und sehen uns dann in der nächsten Folge bei The Universum. Speichern? Ja, ich will nicht laden, ich will... Das Spiel laden. Nein, 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 nein. Das Spiel überschreiben. Ja, das möchte ich. Also dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, schaltet doch morgen wieder ein und tschüssi, euer Rob.